dieser Vorlesung mache ich einen kleinen Exkurs zu den Eigenwerten und Eigenvektoren von symmetrischen Tensoren zweiter Stufe. Im Prinzip sollten die Aussagen, die ich jetzt hier in dieser Vorlesung mache, bereits aus der linearen Algebra bekannt sein. Also wer das noch gut in Erinnerung hat, kann die Vorlesung auch gerne überspringen. Gut, was versteht man unter einem Eigenwert, Eigenvektor eines symmetrischen Tensors? Grundsätzlich sprechen wir also jetzt hier von einem symmetrischen Tensor. Das heißt, der transponierte Tensor ist gleich dem ursprünglichen Tensor oder wenn man es in Koordinatenschreibweise angibt, AIK gleich AKI. Also das haben wir einen symmetrischen Tensor und das wäre jetzt hier die Eigenwertgleichung. A mal einem Vektor x, das ist der Eigenvektor, ist gleich a mal x, wobei a eben der Eigenwert ist. In symbolischer Form geschrieben, beziehungsweise in Koordinatenschreibweise. Über k wird hier wieder summiert. Alternative Schreibweise dieser Eigenwertgleichung sehen Sie hier. Man bringt einfach den Term auf der rechten Seite auf die linke Seite und führt hier die Einheitsmatrix ein. In symbolischer Schreibweise links und rechts in Koordinatenschreibweise. Dann sieht man also, wie berechnet man Eigenwerte. Was wir hier haben, ist ein lineares, homogenes Gleichungssystem. Ja, homogen deshalb, weil hier auf der rechten Seite 0 steht, der Lösungsvektor x und die Koeffizientenmatrix hier. Und eine nicht-triviale Lösung von diesem Gleichungssystem erhalten wir genau dann, wenn die Determinante der Koeffizientenmatrix verschwindet. Also a minus a mal Einheitsvektor muss 0 sein. Das nennt man eben dann das charakteristische Polynom. Was ich jetzt konkret machen möchte in dieser Vorlesung, sind Eigenschaften zu erläutern und beziehungsweise auch zu beweisen, nämlich erstens die Eigenwerte eines Tensors zweiter Stufe sind skalare, invariante. Das bedeutet, diese Eigenwerte a, egal in welcher Darstellung man sie berechnet, also in welchem Koordinatensystem man diesen Tensor darstellt, die Eigenwerte sind immer die gleichen. Die zweite Eigenschaft, die Eigenwerte eines symmetrischen Tensors zweiter Stufe sind reelle Zahlen, also diese a's hier sind reelle Zahlen. Und die dritte Eigenschaft noch, die zu verschiedenen Eigenwerten gehörigen Eigenvektoren eines symmetrischen Tensors zweiter Stufe sind orthogonal. Also wenn ich jetzt hier, grundsätzlich gibt es ja drei Eigenwerte und dazugehörige Eigenvektoren. Und wenn die Eigenwerte sich unterscheiden, dann stehen die beiden Eigenvektoren normal aufeinander. Das zeige ich Ihnen im Laufe dieser Vorlesung. Beginnen wir mit der ersten Eigenschaft. Die Eigenwerte eines Tensors zweiter Stufe sind skalare. Da geht man am besten von dieser charakteristischen Gleichung aus und benutzt ein Ergebnis, das wir bereits uns kennengelernt, uns abgeleitet haben. Ich kopiere das jetzt hier, und zwar war das diese Gleichung 1, 3. Anhand derer wir das sofort sehen. Was wir hier nämlich gefunden haben, ist eine Darstellung der Determinante eines Tensors zweiter Stufe durch diesen Ausdruck hier. Und wir haben gesehen, dass dieser Ausdruck ein Skalar darstellt. Und Skalare sind Invariante. Ja, und was wir jetzt zu berechnen haben, wäre die Determinante von A, I, K, Eigenwert a mal Delta ik. Nachdem dieser Ausdruck wieder ein Tensor zweiter Stufe ist, ja, nachdem aik ist ein Tensor zweiter Stufe, a ist ein Skalar, das Kronecker-Delta ist ein Tensor zweiter Stufe, das heißt insgesamt haben wir einen Tensor zweiter Stufe. Wenn wir den hier oben einsetzen, dann sehen wir unmittelbar, dass die Determinante ein Skalar sein muss. Und damit haben wir die erste Aussage schon bewiesen und die Eigenwerte, weil die charakteristische Gleichung ist dann immer
davon, in welcher Darstellung man das berechnet. Und deswegen sieht man unmittelbar, dass die Eigenwerte invariante sind. Im Skriptum ist das noch ein wenig genauer ausgeführt, wer das noch nachlesen möchte. Wie beweisen wir die zweite Aussage? Nämlich die zweite Aussage, die Eigenwerte eines symmetrischen Tensors sind stets reell. Nun, nehmen wir mal an, es sei nicht so. Nehmen wir mal an, der Eigenwert a habe einen Realteil Alpha und einen Imaginärteil Beta. Ja, also Alpha, Beta seien dann wieder reelle Zahlen. Und dann müsste natürlich auch der Eigenvektor x einen realen Anteil haben, also p plus i mal q. Wobei p, q Vektoren sind aus dem R3. Und die Eigenwertgleichung schreiben wir es jetzt gleich in Koordinatenschreibweise an. Die lautet ja a multipliziert mit dem Eigenvektor. Ja, schreibe ich in Koordinatenschreibweise eben so an. Über m wird summiert, ist gleich a mal xm. Und jetzt setze ich hier einfach ein. M mal x, Koordinatenschreibweise ist pm plus i qm. Und auf der rechten Seite steht der Eigenwert, der jetzt hier ein Real- und ein Imaginärteil haben könnte. Alpha plus i Beta mal p n plus q n. Gut, die Gleichung, die multipliziere ich jetzt aus. A sei reelle Zahl, p, q, Alpha, Beta jedenfalls. Dann teile ich also die Gleichung auf in einen Realteil und in einen Imaginärteil. Ja, eine Gleichung mit komplexen Zahlen ist genau dann erfüllt, wenn sowohl der Realteil gleich ist als auch der Imaginärteil. Der Realteil auf der linken Seite ist ganz leicht, das ist anm pm. Und der Realteil auf der rechten Seite ist das Alpha pn. Und da bekomme ich noch ein, da habe ich das i vergessen natürlich, einen Realteil des i mal i, da gibt i Quadrat, also minus Beta mal Qn. Das wäre der Realteil. Der Imaginärteil auf der linken Seite haben wir dann A, N, M, Q, M. Und auf der rechten Seite, da steht dann der Imaginärteil Alpha mal Qn, beziehungsweise plus Beta mal Pn. So, jetzt haben wir wieder zwei Gleichungen, die ich jetzt noch geeignet manipulieren, also multiplizieren möchte. Und zwar die erste Gleichung multipliziere ich mit Qn. Die zweite multipliziere ich mit Pn. Was dabei passiert ist, was eigentlich mache ich, multipliziere die Gleichung und summiere, nachdem das n ja hier schon vorkommt, summiere über n auf. Das heißt, auf der linken Seite steht dann a n m p m q n. Ja, was passiert, wenn Sie jetzt genau hinschauen, die Gleichung, zunächst war sie eine Gleichung zweier Vektoren. Nachdem ich jetzt über n summiere, steht hier ein Skalar, ja, weil hier wird ja über alle Indizes summiert. Jetzt habe ich einen Skalar. Auf der rechten Seite, Entschuldigung, auf der rechten Seite steht dann Alpha pn qn minus Beta Qn, Qn. Und die zweite Gleichung haben wir hier stehen, anm Qm Pn. Und dann haben wir hier Alpha Pn Qn und plus Beta Pn Pn. Die beiden Gleichungen, die subtrahiere ich jetzt.
Was passiert dann? Zunächst sehen wir mal hier, die beiden Ausdrücke fallen dann weg mit dem Alpha. Ja, da habe ich zweimal den gleichen Ausdruck stehen. Das ist im Übrigen das Skalarprodukt von P und N steht hier. Der Term fällt weg. Auf der linken Seite, schreiben wir es nur einmal hin, steht also hier A, N, M, P, M. Und ich schreibe das Q jetzt hier da vorne hin. Q, N minus. Und dann steht hier A, N, M, M. Das PN schreibe ich da vorne hin. Der Term fällt weg und auf der linken Seite steht dann ein Minus Beta. Was ist das? Qn mal Qn ergibt ein, ist der Betrag von Q zum Quadrat. Und dann haben wir hier noch stehen P Quadrat. So, der Term auf der rechten Seite, der verschwindet jetzt aber. Die beiden Terme heben sich weg. Und was wir jetzt noch bis jetzt noch nicht benutzt haben, ist, dass nämlich gilt, dass ANM gleich AMN ist, weil es sich um eine symmetrische Matrix handelt. Das heißt, ich habe jetzt hier auf der linken Seite den ersten Ausdruck, lasse ich noch so stehen. Der zweite Ausdruck, jetzt vertausche ich die beiden, das darf ich tun. MN hätte. Und dann vertausche ich auch die Reihenfolge hier, nur damit man es deutlicher macht. Dann steht hier QM und PN gleich minus Beta Q Quadrat plus P Quadrat. So, jetzt behaupte ich, dass der erste Ausdruck gleich dem zweiten Ausdruck ist und dass das hier entsprechend dann 0 ist. Warum ist das so? Es schaut nicht ganz gleich aus auf den ersten Blick, weil hier ja N, N, M, M steht. Aber Sie müssen berücksichtigen, dass diese Indizes ja hier nur Summationsindizes sind. Das heißt, ich kann genauso gut, könnte ich das umbenennen. Ich könnte jetzt hier, ja, machen wir es noch einmal, schreiben wir es in Gelb dazu, ich könnte den Index N auf N umbenennen. Da muss ich den, den ich eben, der heißt dann ebenfalls M, den nenne ich N und den nenne ich ebenfalls N. Und dann steht aber genau der gleiche Ausdruck da. Ja? Das darf ich tun, weil das Summationsindizes sind, die ich benennen kann, wie ich möchte. Und dann haben wir aber stehen, jetzt haben wir unser Ergebnis schon stehen, dann steht nämlich da Beta mal P Quadrat plus Q Quadrat ist gleich 0. In dem Produkt kann nur dann 0 sein, entweder wenn einer der beiden Faktoren 0 ist. Nachdem der Eigenvektor nicht der Nullvektor sein soll, muss zumindest p oder q ungleich 0 sein. Damit ist der erste Ausdruck ungleich 0. Und daraus folgt aber nur, dass Beta 0 sein muss und damit haben wir unsere Aussage bewiesen. Die Eigenwerte müssen reell sein, weil wir den Eigenwert ja so angesetzt haben. Ja, Beta muss 0 sein. Damit haben wir unsere Aussage. A ist eine reelle Zahl. Folgt daraus. Gut, die dritte Aussage, die ich jetzt hier noch beweisen möchte. Schauen wir es uns einmal an. Die zu verschiedenen Eigenwerten gehörigen Eigenvektoren eines symmetrischen Tensors sind stets orthogonal. Im Prinzip läuft der Beweis ganz ähnlich ab. Dazu starte ich wieder mit einer Eigenwert.
Und zwar, ich habe einmal die Eigenwertgleichung a in m x m, und zwar den Eigenvektor Nummer 1 mit dem Eigenwert a1 beziehungsweise habe ich einen zweiten Eigenwert a2, wobei eben a1 ungleich a2 sein soll, laut Voraussetzung. Was ich jetzt zeigen möchte, ist, wenn das der Fall ist, a1 ungleich a2 und beide sind Eigenwerte derselben symmetrischen Matrix, dann stehen die beiden Vektoren x1 und x2 normal aufeinander. Ja, wie geht man da vor? Im Prinzip ganz ähnlich, wie wir es vorher gemacht haben. Ich multipliziere die erste Gleichung jetzt mit x2 skalar. Das ist eine skalare Multiplikation mit x2 und die zweite Gleichung multipliziere ich mit x1 skalar. Dann steht und subtrahiere die Gleichungen gleich voneinander. Ja. Dann steht nämlich hier xn2a n m x m1, der erste Ausdruck hier, minus x n 1 a n m x m2, und auf der rechten Seite steht a1 minus a2, weil da bekomme ich zweimal den gleichen Ausdruck, nämlich zweimal das Skalarprodukt von x1 mit x2. Und der Ausdruck auf der linken Seite, der ist wieder 0. Nach dem genau gleichen Argument. Wir müssen also hier wieder die Symmetrie der Matrix, Symmetrie des Tensors benutzen. Da kann ich also hier die Reihenfolge vertauschen. Und genau nach dem gleichen Argument, das wir hier auch benutzt haben, sind die beiden, der erste und der zweite Ausdruck, dann ident. Damit ist die Differenz 0. Und damit habe ich schon fast das Ergebnis stehen, dass nämlich a1 minus a2 mal xn1 mal xn2 0 sein muss. Laut unserer Voraussetzung unterscheiden sich die beiden Eigenwerte, das heißt, der Ausdruck ist ungleich 0, und daraus folgt, dass das Skalarprodukt der beiden Vektoren 0 ist. Ja, dann das ist ja, wenn man es in eine symbolische Schreibweise hinschreibt, x1 Skalar mit x2 multipliziert ist 0. Gut, damit haben wir die drei Aussagen bewiesen. Ein Beispiel anschließen aus dem Skriptum. Ne? Dieses Beispiel hier. Genau, und wir wollen also dieses Beispiel rechnen, bei dem ein symmetrischer Tensor gegeben ist. Sie sehen also hier, der Tensor AIK ist symmetrisch bei der Spiegelung. Um die Hauptachse ändern sich die Werte des Tensors nicht, und wir wollen das heißt Eigenwerte soll es heißen, die Eigenwerte und Eigenvektoren des Tensors bestimmen. Und dann als weiteren Schritt wollen wir die Koordinaten des Tensors A in dem Koordinatensystem berechnen, das durch die Eigenvektoren aufgespannt wird. Das nennt man dann auch die A-Darstellung des Tensors. Gut, wie geht man da vor? Wir brauchen also zunächst einmal die Eigenwerte. Dazu muss ich die Determinante von
2 minus a 1, 1, 1, 0 minus a 1, 1, 1 und 0 minus a 0 setzen. Ja, ich kürze das jetzt ein wenig ab, die Rechnung. Die Determinante können Sie leicht ausrechnen, mit der Regel von Sarrüth in etwa. Und am Ende bekommen wir dann hier das charakteristische Polynom raus. Das überprüfen Sie bitte selbst. Das sollte dann Folgendes ergeben. A mal kann man nämlich rausheben. Grundsätzlich bekommt man da ein Polynom dritten Grades in dem Eigenwert, das man im Allgemeinen nicht immer analytisch gleich auflösen kann. Aber in dem Fall geht es leicht, wenn man a rausheben kann. Und ich sehe da hier sofort, kann sofort einen Eigenwert ablesen, nämlich a, ich nenne ihn mal a3 gleich 0, also beziehungsweise wenn ich dann dieses quadratische Polynom 0 setze, das führt dann auf die anderen beiden Lösungen, nämlich kürzt es auch ab, a1 ist gleich 3 und a2 ist gleich minus 1. Das wären aber die Eigenwerte. Wie komme ich jetzt auf die Eigenvektoren? Dazu muss ich wieder die Eigenwerte nacheinander einsetzen in die Eigenwertgleichung. Ja, probieren wir es zum Beispiel einmal aus mit dem Eigenwert zu dem berechnen wir uns den Eigenvektor zum Eigenwert a1 gleich 3. Dazu muss ich hier a einsetzen. Also 2 minus a, minus 3 natürlich. Und ich muss ja die sozusagen mit dem Eigenvektor multiplizieren, den ich berechnen muss. Also mal x1 plus einmal x2 plus einmal x3 ist gleich 0. Die zweite wird dann ausschauen. x1. Dann steht hier 0 minus a, also 0 minus 3, also minus 3 mal x2 plus x3 ist gleich 0. Dann gäbe es im Prinzip jetzt hier auch noch die dritte Gleichung. Ich weiß ja aber von vornherein, dass die Lösung, dass der Rang dieser Matrix 2 sein muss. Das heißt, es reichen mir zwei beliebige Gleichungen, reichen mir üblicherweise aus, um da hier die Lösung zu bestimmen, weil wir jetzt hier nicht eine Zahl rausbekommen, sondern eine Gerade rausbekommen, die ich dann entsprechend dann normieren kann. Das heißt, es reichen mir zwei Gleichungen, die ich auflösen kann. Hier steht ja 2 minus 3 ist minus 1. Das heißt, ich kann die Gleichung zum Beispiel addieren. Dann ergibt sich hier ein minus 2x2 plus 2x3 ist gleich 0, beziehungsweise folgt daraus x2 ist gleich x3 und einen Parameter darf ich hier frei wählen und ich wähle jetzt hier den Parameter zum Beispiel gleich t. Das heißt, ich brauche jetzt nur mal x1 berechnen. Ja, ich bekomme eine einparametrige Lösungsschar grundsätzlich. Wenn der Rang dieser Matrix 2 ist, und das ist der Fall, kann also einen Parameter beliebig wählen. x2 wähle ich zum Beispiel t. Aus der Gleichung weiß ich, dass dann x3 auch gleich t sein muss. Wenn ich das jetzt wieder einsetze, ergibt sich, ich kürze das auch ab, für x1 ergibt sich dann 2t. Das heißt, der erste Lösungsvektor ergibt sich in der Form 2t. T, beziehungsweise kann ich das T natürlich rausheben, 2, 1, 1, 1, beziehungsweise machen wir hier vielleicht eine Schlange drüber, weil wir uns interessiert jetzt ein normierter Eigenvektor, das heißt wir wollen jetzt hier einen Eigenvektor, soll die Länge 1 haben und das ergibt dann letztendlich, wenn ich das hier einsetze,
gibt es hier das t, kann ich natürlich gleich rausheben, und der Vektor hat den Betrag 4 plus 1 plus 1, die Wurzel daraus. Soll gleich 1 sein. Daraus sehe ich, t gleich 1 durch Wurzel aus 6 sein muss. Und mein normierter Vektor, Entschuldigung, hat dann die Form 1 durch Wurzel 6, 2, 1, 1. Genau, und Sie gehen im Prinzip jetzt ganz analog vor und überprüfen das Ergebnis, das ich jetzt nur hinschreibe, indem Sie jetzt hier den zweiten Eigenwert einsetzen, a2 gleich minus 1, dann ganz gleich vorgehen, finden Sie den zweiten Eigenvektor zu 1 durch Wurzel 2, 0, minus 1, 1. Und der dritte Eigenvektor hat die Form 1 durch Wurzel 3, 1, minus 1, 1. Gut, nach dem, was wir heute gezeigt haben, können Sie auch leicht überprüfen, dass tatsächlich zum Beispiel der erste auf den zweiten normal steht. Ja. Überprüfen wir das schnell einmal hier. 1 durch Wurzel 6, dann haben wir noch einmal 1 durch Wurzel 2. Hier ist Vorfaktor und dann steht hier, ist ausmultipliziert 2 mal 0, ist natürlich 0. Also 0, 1 mal minus 1 gibt minus 1, plus 1 ist 0. Die stehen also normal aufeinander. Das können Sie auch leicht zeigen, dass 1 auf 3 normal steht und 2 auf 3 normal steht. Ja, warum ist das so? Weil wir ja drei verschiedene Eigenwerte haben und wir haben ja gerade gezeigt, dass für eine reelle symmetrische Matrix, und das ist der Fall, die Eigenvektoren normal aufeinander stehen. Das heißt, im Prinzip hätten Sie auch so vorgehen können, Sie hätten zum Beispiel die beiden Eigenvektoren können und sich den dritten einfach als Kreuzprodukt der beiden Vektoren berechnen können. Gut, jetzt schauen wir nochmal auf unsere Aufgabenstellung. Jetzt haben wir also die Eigenwerte haben wir berechnet, die Eigenvektoren haben wir berechnet. Und jetzt geht es darum, die Koordinaten des Tensors A in dem Koordinatensystem, das durch das orthogonale Dreibein gegeben ist. Ja, also die drei Vektoren x1, x2, x3, die spannen ja jetzt ein orthogonales Dreibein auf. Und ich kann also jetzt hier eine Transformationsmatrix aufstellen. Sie wissen, dass dann die Einheitsvektoren muss ich aus Spalten in diese Transformationsmatrix schreiben. Also ich schreibe das einmal symbolisch jetzt so hin. Erste Spaltenvektor, zweite Spaltenvektor, dritte Spaltenvektor. Das heißt, diese Transformationsmatrix hat dann die Form, wie ich jetzt hier schaue, 2 durch Wurzel 6, 1 durch Wurzel 6, 1 durch Wurzel 6. Dann haben wir hier stehen 0, minus 1 durch Wurzel 2 und 1 durch Wurzel 2. Und dann haben wir noch hier in der dritten Spalte stehen 1 durch Wurzel 3, minus 1 durch Wurzel 3 und noch einmal minus 1 durch Wurzel 3 wieder verschrieben. Genau, tatsächlich, da habe ich ein Minus vergessen, da gehört noch ein Minus her. Gut, das wäre also die Transformationsmatrix. Und was jetzt gefragt ist, ist die Darstellung des Tensors in dem Koordinatensystem, das durch x1, x2, x3 aufgespannt wird. Wie berechnet man das? Dazu muss ich jetzt das Transformationsgesetz Sensoren zweiter Stufe heranziehen, das eben wie folgt ausschaut. Da schauen Sie im Skriptum nach. Das ist die Gleichung 1,72 und da steht dann hier folgender Ausdruck. Transformationsmatrix RNI kennen wir bereits, dann brauchen wir noch ein RMK und ein AMK.
in M. Das heißt, damit wir uns das wieder für die Rechnung uns leichter tun, schreiben wir das jetzt hier in Matrix-Multiplikationen um. Was muss ich dazu tun? Den Term mal hierher schreiben. Ja, dann habe ich nämlich ANM und RMK. Hier ist wieder bei den benachbarten Index wird summiert, das passt. Damit ich hier auch eine Summation bekomme, muss ich hier die transponierte der Transformationsmatrix nehmen, nämlich RIN. Und den Ausdruck kopiere ich jetzt vielleicht einfach aus dem Skriptum raus, weil das finden Sie ihn auch. Ja, wir haben also jetzt hier genau das angeschrieben. Das heißt, der Ausdruck da hier ist sozusagen R transponiert, IN. Das war unsere Matrix, die gegeben ist, ANM. Und das hier war oder ist die Transformationsmatrix RMK. Sie sehen also, der Unterschied zwischen dieser Matrix hier und der ersten ist einfach, ich habe jetzt hier wieder die Zeilen, natürlich die Spalten hier als Zeilen geschrieben, Matrix transponiert. Gut, die Rechnung ist etwas mühsam. Ja, muss also, spare ich Ihnen jetzt hier, das wäre jetzt eine gute Übung, das zu machen für Sie. Also Sie rechnen zunächst einmal das Matrix-Matrix-Produkt, zum Beispiel der zweiten und der dritten Matrix aus und das Ergebnis multiplizieren Sie dann mit der ersten Matrix. Was am Ende dann rauskommt, ist diese einfache Form. Und wenn Sie jetzt genauer hinschauen, sehen Sie, das ist eine Diagonalmatrix. Ja? Nur Einträge in der Diagonale und noch mehr. Die Diagonaleinträge entsprechen genau den Eigenwerten. Das ist A1, das ist A2 und das wäre A3. Das ist natürlich kein Zufall, dass das so ist. Das heißt, mit dem Satz, den ich Ihnen gleich zeigen werde, hätten wir uns die Rechnung im Prinzip auch ersparen können, weil nämlich Folgendes gilt. Ja, schauen wir es uns gleich hier im Skript an. Nämlich die Darstellung des symmetrischen Tensors in seinem eigenen Hauptachsensystem ist eine Diagonalmatrix, in deren Hauptdiagonalelementen die Eigenwerte des Tensors stehen. Und das kann man auch sehr leicht zeigen, dass das so ist. Genau, das im Prinzip geht sich hier auf dieser Seite schön aus. Das heißt, was wir ja gerade mühsam berechnet haben, oder wir haben es zumindest angedeutet, die Rechnung, war im Prinzip genau diese Transformation da hier, die jetzt hier steht. Jetzt ist es aber so, dass diese RNIs und RMKs nicht beliebige Transformationsmatrizen darstellen, sondern ganz bestimmte Transformationsmatrizen. Nämlich in den Spalten stehen ja jeweils die Eigenvektoren der Matrix A. Das heißt, das genau steht hier. Diese Matrix RNI stellt genau den Eigenvektor, einen Eigenvektor von A dar. Und RMK entsprechend ebenso. Wenn man diese beiden Dinge jetzt hier einsetzt, im Prinzip habe ich nur hier die Indizes richtig zu wählen, dann sieht man halt Folgendes. Wenn man jetzt eben anstelle der Transformationsmatrizen die Eigenvektoren einsetzt, dann erkennt man hier an der Stelle, das ist nichts anderes, wenn ich das EMK hier rechts hinschreibe, dann sieht man, das ist nichts anderes als die Eigenwertgleichung, weil ja E ein Eigenvektor ist zu A.
Das heißt, ich kann diese Gleichung ersetzen durch den Eigenwert mal den Eigenvektor. Das ist hier an der Stelle passiert. Was dann aber stehen bleibt, ist das Skalarprodukt dieser zwei Eigenvektoren, von dem wir ja bereits gezeigt haben, das Skalarprodukt ergibt das Kronecker-Delta. Das heißt, weil ja die Eigenvektoren ein Orthonormalsystem bilden. Und damit bin ich eigentlich am Ende. Dann steht nämlich genau da, dass diese so transformierte Matrix Diagonalform hat. Ja? Nämlich hier steht das Kronecker-Delta und ich multipliziere das Kronecker-Delta mit dem jeweiligen Eigenwert. Damit haben wir auch diese Eigenschaft bewiesen und wir sind mit dem Kapitel über die Eigenwerte und Eigenvektoren von symmetrischen Tensoren fertig.